Schönen guten Tag. Heute wollen wir uns mit dem Fühlen beschäftigen. Nicht mit dem Gefühlen, sondern mit dem Befühlen, mit dem Hautsinnen. Die Haut ist unser größtes Sinnesorgan und spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wir wollen uns in der Vorlesung zunächst mal die eigentlichen Hautsinne ansehen, den Tastsinn, dem die Mechanorezeptoren auf der Haut unterliegen. Und auch den Temperatursinn, das heißt, wie wir wahrnehmen können, wie warm oder wie kalt eine Oberfläche ist. Zu den Hautsinnen zählt auch der Schmerzsinn, der natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, weil wenn wir keinen Schmerz verspüren würden, würden wir uns zum Beispiel, wenn wir mit der Hand auf eine heiße Ofenplatte berühren, wird die ganze Hand verbrennen und wir würden es nicht mal merken. Das heißt, der Schmerzsinn ist da sehr, sehr wichtig, aber über den Schmerzsinn gibt es so viel zu erzählen, da müsste man eine eigene Vorlesung halten und das will ich hier nicht und darum lassen wir hier den Schmerzsinn mal ganz weg. Die Propriozeption, also der Sinn für die Bewegung und Stellung der Gliedmaßen, die Kraft, die auf die Muskeln einwirkt, den haben wir uns in der früheren Vorlesung über die Sensormotorik schon sehr ausführlich angesehen. Den werden wir hier deswegen auch nicht mehr behandeln. Er spielt aber auch eine wichtige Rolle für die Aufnahme von Sinnesinformationen über den Tastsinn und diesen ganzen Komplex, nämlich der aktiven Wahrnehmung von Oberflächen durch Bewegung, die Hautsinne und Propriozeption, den nennt man Haptik. Und den werden wir uns am Schluss der Vorlesung noch mehr ansehen. Die Hautsinne werden manchmal ein bisschen unterschätzt. Sie haben aber sehr, sehr vielfältige Funktionen. Sie dienen natürlich der Aufnahme der Information über die Eigenschaften von Oberflächen, Material, Gewicht und Temperatur. Und die Hautsinne sind da in mancher Beziehung der visuellen Wahrnehmung manchmal überlegen, wenn zum Beispiel der Automechaniker oder Lackierer eine Oberfläche nochmal überprüft, dann fährt er da mit der Hand drüber, um ihm so allerfeinste Kratzer zu erspüren, die man vielleicht gar nicht visuell wahrnehmen kann. Die Hautsinne spielen natürlich, wie ich schon gesagt habe, eine wichtige Rolle bei der Temperaturwahrnehmung und gerade bei der Temperaturwahrnehmung, da dient die Haut sozusagen als unser äußeres Thermometer, mit dem Temperaturänderungen sofort verspüren, bevor es dann zu gefährlicheren Temperaturveränderungen im Rumpf oder im Kopf kommen kann. Die Hautsinne sind auch wichtig für die Bewegungssteuerung und vor allen Dingen die Bewegungskontrolle. Wenn wir zum Beispiel Objekte ertasten und ergreifen, so wie ein Glas Wasser hier, dann spüren wir auf den Fingern den Druck und unser somatosensorisches System kann das so exakt abwägen, dass ihm nicht zu viel Kraft nötig ist, um zum Beispiel irgendein Objekt zu zerquetschen oder eben auch einfach, um nicht zu schnell zu ermüden, sondern eben genauso viel Kraft, die nötig ist, damit uns das Objekt nicht aus der Hand gleitet. Und dann spielen die Hautsinne natürlich noch eine weitere Rolle, auf die wir hier auch nicht im Detail eingehen wollen, nämlich eine sozio-emotionale Rolle. Berührungen der Haut werden regelmäßig sehr angenehm empfunden. Es wird sogar überlegt, dass es sogenannte Streichelrezeptoren gibt, die spezifisch auf Bewegungen mit so einer mittleren Geschwindigkeit und ganz leichten Druck reagieren und die uns dann Wohlbefinden signalisieren. Und natürlich auch für die Reproduktion und die Sexualität spielen die Hautempfindungen eine sehr, sehr große Rolle. Also die Funktionen sind sehr, sehr vielfältig und der Hautsinn ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Sinn für uns. Wir wollen uns zunächst mal mit dem eigentlichen Hautsinn, mit dem Tastsinn beschäftigen. Und dem Tasten unterliegen die verschiedenen Mechanorezeptoren, die sozusagen in die Haut eingebaut sind und die Druck, Berührung und Vibration signalisieren.
Wenn wir uns so einen Schnitt durch die Haut ansehen, dann sieht man, dass die Haut in verschiedene Schichten aufgebaut ist. Die oberste Schicht hier ist die sogenannte Epidermis. Die besteht aus der Hornhaut, das sind meistens so abgestorbene Zellen, und der Oberhaut hier. Und daran schließt sich die Lederhaut an und dann die Unterhaut-Fettschicht. Und die verschiedenen Mechanorezeptoren, von denen es vier verschiedene Typen gibt, die sind jetzt in diese verschiedenen Hautschichten eingebaut. Es gibt die Meissner-Körperchen und die Merkel-Zellen, die sind hier relativ weit oben, also ganz am oberen Ende, praktisch zwischen der Lederhaut und der Oberhaut. Die Ruffini-Körperchen, die liegen ein bisschen tiefer, noch in der Lederhaut, und die Pacini-Körperchen, diese großen zwiebelförmigen Rezeptoren hier, die liegen eigentlich dann ganz relativ tief in der Unterhaut. Wieso haben wir jetzt vier verschiedene Rezeptoren? Das liegt natürlich nahe, dass die vier verschiedenen Rezeptoren unterschiedliche Eigenschaften haben und deshalb unterschiedliche Informationen aufnehmen. Und diese unterschiedlichen Eigenschaften, die denen unterliegen, zum einen der Ort, wo die Rezeptoren in der Haut liegen. Die weiter oben liegen, die haben relativ kleinere rezeptive Felder, während die weiter unten liegenden größere rezeptive Felder haben, was klar ist, weil um die zu erreichen, muss man schon ziemlich großen Druck ausüben. Und das heißt, der verteilt sich dann auch weiter auf der Haut. Und diese Eigenschaften werden auch zum Großteil einfach gegeben durch diese Körperchen, in die meistens freie Nervenendigungen einfach eingebaut sind. Die unterschiedlichen Eigenschaften, zum Beispiel das unterschiedliche dynamische Verhalten dieser Rezeptoren, ist hier in diesem Dia illustriert. Hier wird ein Teil der unbehaarten Haut stimuliert durch einen einfachen Druckreiz, das heißt hier am Anfang ist kein Druck vorhanden und dann wird der Druckreiz beständig erhöht und dann aber wieder bleibt der Druck erhalten auf einem konstanten Niveau. Und hier sind die Antworten der vier verschiedenen Rezeptoren in der unbehaarten Haut aufgezeigt. Und wenn Sie sich hier ansehen, also es ist natürlich bevor der Druck überhaupt losgeht, da passiert nicht viel, aber wenn der Druck dann losgeht, dann feuern natürlich alle vier dieser Rezeptoren, aber die Merkel-Zellen, die feuern dann immer mehr, desto größer der Druck wird, und die feuern dann auch weiter, wenn der Druck praktisch auf einem konstanten Niveau gehalten wird. Das heißt im Prinzip, die adaptieren nicht oder nur ganz, ganz wenig, die feuern einfach weiter. Die Ruffini-Körperchen, die sind eigentlich ganz, ganz ähnlich, ja? Oder fast ununterscheidbar hier in dem Feuerverhalten. Und weil diese beiden Typen einfach nicht adaptieren oder sehr, sehr langsam adaptieren, heißen die auch, werden die als SA-Rezeptoren bezeichnet, oder Slowly Adapting. Die Meissner Körperchen hier, die auch also relativ weit oben in der Haut sind, die fangen an zu feuern, wenn der Druck langsam erhöht wird. Aber sobald der Druck konstant ist, hören die auf. Das heißt, die adaptieren dann sehr, sehr schnell. Die signalisieren hier praktisch die Geschwindigkeit der Druckänderung. Solange hier der Druck sich ändert, ist alles, wir feuern die und dann hören sie sofort auf. Und darum werden die auch als RA-Rezeptoren, als Rapidly Adapting, bezeichnet. Und schließlich gibt es noch die Pacini-Körperchen. Da werden Sie hier mal gucken, dass das eher ganz seltsam ist. Ja, die feuern hier, wenn der Druck losgeht. Und
wenn die Veränderung losgeht, und die feuern dann wieder, wenn die Veränderung aufhört und der Druck wieder konstant ist. Das heißt, auf alles, was konstant ist, ob das jetzt ein konstanter Druck ist oder eine konstante Veränderung des Drucks, ignorieren die. Um es einfach zu sagen, also die bilden, die signalisieren sozusagen Beschleunigung oder die zweite Ableitung des Drucks. Das heißt, nur immer, wenn sich was ganz massiv ändert, dann feuern die Pacini-Körperchen. Was es mit diesem unterschiedlichen Feuerverhalten auf hat und welche Funktion diese Rezeptoren erfüllen, das werden wir uns dann gleich später noch ansehen. In der behaarten Haut ist es ein klein bisschen anders. Da gibt es die Meissner-Körperchen nicht. Stattdessen gibt es die sogenannten Haarfollikel-Rezeptoren, die einfach hier sich um die Haare so gebunden sind und die Bewegung der Haare signalisieren und damit auch im Prinzip die Bewegung auf der Haut. Und die Merkel-Zellen, die werden hier in der behaarten Haut zu sogenannten Merkel-Tastscheiben zusammengefasst. Aber das sind im Prinzip die einzigen kleinen Unterschiede. Um das nochmal zusammenzufassen, also man kann diese vier verschiedenen Mechanorezeptoren jetzt nach ihrem Adaptationsverhalten klassifizieren. Die langsam adaptierenden, das sind die Merkel- und die Ruffini-Rezeptoren. Die Meissner-Rezeptoren adaptieren mittelschnell und die Pacini-Rezeptoren, die adaptieren ganz, ganz schnell. Und in der behaarten Haut werden die Merkel-Rezeptoren zu Tastscheiben zusammengefasst und statt dem Meissner-Körperchen hat man die Haarfollikel-Rezeptoren. Also jetzt werden Sie sich sagen, also die Merkel- und die Ruffini-Rezeptoren, die sind doch eigentlich gleich, die sind in der unbehaarten Haut, adaptieren sehr langsam. Warum hat man dann zwei verschiedene Sorten von denen? Naja, der Unterschied liegt in den rezeptiven Feldern dieser Rezeptoren. Und wir haben ja vorher schon gesehen, dass die unterschiedlich tief in der Haut verbaut sind. Hier sind typische rezeptive Felder aufgeführt, dieser verschiedenen Rezeptoren. Und da sehen Sie, also dass die rezeptiven Felder der eher oberflächlichen Rezeptoren, die Meissner-Körperchen und die Merkel-Zellen, die sind relativ klein und umrissen. Während bei den Ruffini-Körperchen, die sind ein bisschen tiefer in der Haut, da sind die schon größer. Und bei den Pacini-Körperchen, die also am tiefsten in die Fettschicht eingelagert sind, da sind die rezeptiven Felder dann schon sehr, sehr groß. Und haben auch dann entsprechend relativ vage Umrisse. Und das Adaptationsverhalten ist natürlich auch anders, das haben wir schon gesehen. Das heißt, wir können jetzt die Rezeptoren unter Einbezug der rezeptiven Feldgröße nochmal klassifizieren in die SA- und RA-Rezeptoren, also Slowly Adapting und Rapidly Adapting, und in die kleinen und großen Rezeptoren. So unterscheiden sich die. Und die Frage ist jetzt, wir haben vier von diesen Rezeptoren und was können die signalisieren? Welche Informationen signalisieren die Rezeptoren? Wie tragen sie zu unserer Wahrnehmung bei und welche Funktion erfüllen sie? Und das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Wir fangen mit den Merkel-Rezeptoren an. Da haben wir gesehen, die haben eine anhaltende Reizantwort, relativ kleine rezeptive Felder und dadurch eine relativ hohe räumliche Auflösung, so ungefähr 0,5 mm im Fingerballen. Das heißt, so kleine Eindellungen von einem halben Millimeter kann man damit noch ertasten. Die können auch die Tiefe der Eindellung sehr gut diskriminieren, bis hin zu ungefähr 1,5 mm, und liefern ein Bild, die liefern sozusagen ein Bild des Tastreizes, ganz ganz ähnlich wie die Zellen in der Retina, die dann durch Umfeld
Suppression dieses Bild relativ scharf stellen können, gibt es auch bei den Merkelzellen so eine Umfeldsuppression. Und im Prinzip sind die Merkelzellen sehr, sehr empfindlich für Punkte, Kanten und Kurven. Und die sind deswegen auch sehr, sehr wichtig für die Form- und Texturwahrnehmung. Hier ist es aufgeführt, wie, oder bildlich dargestellt, wie diese Merkelzellen, diese SA1-Zellen praktisch ein Bild der Tastreize machen. Was hier gemacht wurde in diesem Experiment ist, dass von diesen Merkelzellen abgeleitet wurde, während auf so einer Rolle Tastreize über den Finger fuhren. Diese Ableitung von diesen Zellen lassen sich relativ einfach oder relativ einfach machen. Ist natürlich trotzdem noch ein sehr, sehr kompliziert und eine technische Meisterleistung, aber man kann hier praktisch im Arm einzelne Axone dieser Nervenzellen ableiten. Und wenn man sich ansieht, also wie diese Zellen eben dann den Reiz kodieren, dann sieht man, dass hier wirklich sich mehr oder weniger, das hier ist der Reiz, das Muster, das auf der Rolle dargeboten wird, das ist die dekodierte Antwort der Merkelzellen und dann sieht man, dass die praktisch diese Punkte perfekt wiedergeben und die machen das auch besser als die anderen Arten von Rezeptoren. Zusätzlich zu diesen einfachen Bildern sind die Merkelzellen auch noch auf die Form empfindlich und können die signalisieren. Also mit Form ist hier gemeint Objekte, die sozusagen unterschiedlich scharf sind, eine unterschiedliche Krümmung aufweisen. Ja, wenn man hier so einen ganz, ganz feinen Stift hat, dann hat er eine sehr, sehr hohe Krümmung. Und wenn man dann hier da drauf drückt und darunter dann eine Merkelzelle liegt, dann feuert diese Zelle ganz enorm. Während wenn man so eine ganz, ganz breite Oberfläche hat, einen ganz, ganz breiten Stift oder einen großen Ball auf den Fingerballen tut, dann feuert die Merkelzelle eben weniger und am wenigsten feuert sie, wenn man einfach eine gerade Oberfläche drauf liegt. Und diese Kodierung für diese verschiedenen Formen, die sieht man hier auch sehr, sehr schön in dem relativ normierten Feuerverhalten auf solche verschiedenen großen Reize und man sieht, dass desto schmaler, spitzer der Reiz ist, desto größer ist der Unterschied von dem Feuerverhalten im Zentrum und auf der Seite. Und das heißt, das gibt praktisch wieder ein Bild des Sinnesreizes. Also diese Merkelzellen, die SA1-Rezeptoren, die können auch die räumliche Form kodieren. Die Meissner-Zellen hingegen, also die sind auch an der Oberfläche. Also mir ist vollkommen klar, dass man ziemlich leicht durcheinander kommen kann mit diesen vier verschiedenen Namen. Ja. Aber Sie können sich ein bisschen merken, also Merkel und Meissner, die sind ganz an der Oberfläche und ganz an der Oberfläche heißt einfach auch relativ kleine rezeptive Felder. Und um jetzt Merkel und Meissner zu unterscheiden, können Sie vielleicht merken, dass die Merkel-Zellen sehr, sehr langsam adaptieren, praktisch sich nicht verändern. Das heißt, die reagieren sehr, sehr konservativ. Die Meissner-Zellen dagegen, die sind schnell adaptieren, RA, rapidly adapting. Das heißt, die Reizantwort erfolgt in erster Linie auf Veränderungen des Drucks. Das heißt, sie sind nicht empfindlich für anhaltende Reize. Die Meissner Zellen haben eine mittlere räumliche Auflösung, so ungefähr 3 mm im Fingerballen, aber trotzdem eine sehr, sehr hohe Rezeptordichte, also immer noch so ungefähr 150 Rezeptoren pro Quadratzentimeter im Fingerballen. Das heißt, sie sind sehr, sehr viel, das heißt, die müssen irgendwie schon auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Und die empfindlich sind die Meissner Körper für Hautdeformationen und Bewegungen auf der Haut. Und die erkennen da schon Eindellungen ab 14 Mikrometer. Ja. Das sind 14.000stel Millimeter. Das heißt, sie sind extrem empfindlich für solche Bewegungen oder Hautdeformationen.
Deformationen. Man sieht hier, sind drei verschiedene Reize aufgetragen, die sich in der Stärke der Hautdeformation unterscheiden, und die Reizantwort dieser Meissner-Zelle, die nimmt zu mit der Stärke dieser Deformation, und desto schneller also die Haut deformiert wird, desto stärker antwortet die Meissner-Zelle. Die Frage ist jetzt natürlich, wann wird die Haut deformiert? Okay, eins ist natürlich klar, dass wenn sich irgendwas über die Haut bewegt, dann würden diese Meissner-Zellen aktiviert. Aber eine andere wichtige Funktion dieser Meissner-Zellen ist bei der Griffkontrolle. Das heißt, wenn wir ein Objekt ergreifen, ich habe das eingangs schon erwähnt, dann können diese Meissner-Zellen eben signalisieren, sobald das Objekt anfängt, in unserer Hand zu gleiten und der Hand zu entgleiten. Und gleichzeitig können sie eben so dafür sorgen, dass wir die Objekte nicht zu sehr ergreifen. Ja. Das heißt, also, das ist eine sehr, sehr wichtige Funktion dieser Meissner-Körperchen oder der Fast-Adapting-Rezeptoren mit den kleinen rezeptiven Feldern. Die Pacini-Körperchen, haben wir schon gesehen, die signalisieren Beschleunigung, das heißt, die können Veränderungen signalisieren, die adaptieren sehr, sehr schnell und haben große rezeptive Felder und keinerlei große räumliche Auflösung. Da stellt man sich die Frage, ja, wozu sind die dann da? Ja? Wann hat man solche schnellen Vibrationen, schnelle Änderungen, die also bis zu 300 Hertz gehen können? Ja? Also das kann man sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, dass die hier so empfindlich sind. Also ganz kleine Amplituden bei diesen hohen Frequenzen signalisieren können. Okay, wann passiert jetzt, dass so hohe Frequenzen auftauchen? Ja? Also man hat da sehr, sehr lange rumgerätselt, also wenn die Erde so ein bisschen behebt oder wenn eine Büffelherde sich nähert, ja? Aber das passiert eher selten. Aber was wichtig sein kann, ist bei der Wahrnehmung von ganz, ganz feinen Texturen. Ich habe ja gesagt, dass die Merkel-Zellen, die haben eine Auflösung von einem halben Millimeter, und wir können aber Texturen, die noch feiner sind, also wenn wir über einen Stoff gehen oder ähnliches, das trotzdem noch erkennen. Und dafür können diese Vibrationen sorgen, der Pacini-Körperchen. Und eine andere sehr, sehr wichtige Rolle ist vermutlich beim Werkzeuggebrauch. Ja? Wenn wir mit einem Werkzeug unsere Umgebung erfühlen, zum Beispiel mit einem Schraubenzieher oder einem Stift, wenn sie da über eine Oberfläche fahren, dann spüren wir praktisch die Oberfläche und nicht so sehr das Werkzeug, das man in der Hand hält. Und diese Übertragung, die wird vermutlich mit diesem Pacini-Körperchen erreicht. Die hohe Frequenzauflösung, die liegt an diesen, da ist erwiesen, dass die an diesem Zwiebelkörperchen liegt. Wenn man nämlich das Zwiebelkörperchen entfernt, dann ist die Empfindlichkeit deutlich geringer. Hier ist noch mit dargestellt, wie man sich das vorstellen kann. Ja, wenn zum Beispiel ein Chirurg operiert aus der Ferne, dann hat er keinen direkten Weg, um jetzt irgendwelche Organe oder Oberflächen zu befühlen. Aber die Werkzeuge, die er benutzt, die übertragen diese leichten Vibrationen in seine Finger und dort werden eben aufgenommen von den Pacini-Körperchen. Oder wenn Sie im Auto fahren, dann kann man die Vibrationen, leichten Vibrationen des Lenkrads sehr, sehr gut also interpretieren. Und für diese Funktionen sind diese Pacini-Körperchen sehr, sehr wichtig. Die Ruffini-Körperchen, die sind auch slowly adapting und haben aber größere rezeptive Felder. Das heißt, die geben auch eine anhaltende Reizantwort
über große repetitive Felder hinweg. Die Rezeptordichte ist ein bisschen niedriger. Und die sind aber sehr, sehr empfindlich für Hautdehnung zum Beispiel. Hautdehnung, wie es zum Beispiel hat, wenn Sie Ihre Hand ganz, ganz weit öffnen, die Finger spreizen, dann merken Sie, wie die Haut sich dehnt. Und diese Dehnung, die Information gibt über die Fingerstellung, die wird von den Ruffini-Zellen vermittelt. Und eine weitere mögliche Funktion ist die Beteiligung an der Bewegungswahrnehmung. Das heißt, im Überblick haben wir jetzt diese vier verschiedenen Rezeptortypen: Merkel, Meissner, Pacini und Ruffini. Und die haben gänzlich unterschiedliche Eigenschaften, die hier in der Tabelle alle aufgeführt sind. Ich will die jetzt nicht im Einzelnen wiederholen. Aber aufgrund dieser Eigenschaften hat man sich eben überlegt, dass diese Rezeptoren verschiedene Funktionen ausführen. Und diese Funktionen sind zwar sehr, sehr wahrscheinlich, aber es ist nicht nachgewiesen. Und es muss auch gar nicht exklusiv jeweils für eine Art des Rezeptors sein. Also bei den Merkel-Zellen wäre das praktisch die Form- und Texturwahrnehmung. Bei den Meissner-Zellen die Bewegungswahrnehmung und die Griffkontrolle vor allen Dingen. Bei den Pacini-Körperchen die Wahrnehmung von entfernten Ereignissen über Vibrationen, die praktisch von Werkzeugen übermittelt werden. Bei den Ruffini-Körperchen ist praktisch die Erfassung der Position der Gliedmaßen und der einzelnen Finger. Jetzt haben wir uns hauptsächlich mit den Fingern und mit der Hand beschäftigt, aber wir haben natürlich Rezeptoren an der Haut im gesamten Körper. Und das lässt sich auch sehr, sehr schön erforschen. Man kann zum Beispiel die Leistungsfähigkeit des Hautsinns über den Körper hinweg mit Hilfe der Zweipunktschwelle untersuchen. Die Zweipunktschwelle ist einfach, man nimmt irgendein Instrument, zum Beispiel zwei Stifte oder man kann auch einen Zirkel nehmen und stimuliert damit eine bestimmte Hautstelle oder man stimuliert eben nur mit einem Punkt und die Aufgabe des Probanden ist einfach zu sagen, sind da zwei Reize oder ist da ein Reiz? Das ist so ein bisschen mit kleinen Kindern spielt man oft das Spiel, wie viele Krähen sitzen. Und wenn Sie das schon mal gespielt haben, dann wissen Sie, dass hier hinten sehr, sehr schwierig ist zu sagen, wie viele Finger jetzt die Haut berühren. Und während es an anderen Stellen sehr, sehr einfach ist. Das heißt also, es gibt da eine starke Variation, ja. Und die Zweipunktschwellen oder die Empfindlichkeit, die räumliche Empfindlichkeit ist zum Beispiel in der Zeigefingerspitze sehr, sehr hoch oder an der Lippe, während sie im Rücken oder anderwo sehr, sehr viel schlechter ist. Aber hier sehen Sie, dass an der Zungenspitze diese Zweipunktschwelle sehr, sehr hoch ist. Und die Zungenspitze, die erkennt auch unerbittlich jedes noch so kleine Loch im Zahn, jede noch so kleine Unebenheit. Das heißt, da ist die Empfindlichkeit wirklich sehr, sehr hoch. An anderen Stellen im Körper, also hier haben wir noch mit den Fingern, und hier im Gesicht, also Lippen und Zunge, da ist die Empfindlichkeit sehr, sehr hoch, die Schwellen niedrig. An anderen Stellen am Unterarm und im Bauchbereich und im Rücken, da sind die Schwellen sehr, sehr hoch. Und man kann sich ja vorstellen, da ist es auch nicht unbedingt so wichtig, dass man an diesen Positionen diese Tastreize sehr, sehr gut unterscheiden kann. Es ist ein bisschen so wie beim Sehen. Beim Sehen haben wir ja die Fovea, die eine sehr, sehr hohe Auflösung hat und da haben wir eine sehr, sehr hohe Sehschärfe. Und in der Peripherie des Gesichtsfeldes ist die Sehschärfe deutlich schlechter. Genauso ist es beim Tasten. Man hat in den Fingerspitzen, in den Lippen und in der Zunge eine sehr, sehr hohe Empfindlichkeit und Auflösung. Und man kann die entsprechenden Reize dann eben zu den Fingern bewegen oder zu den Lippen bewegen. Ja? Genauso wie man bei der Fovea eben dann den Blick darauf richtet, richtet man beim Tasten die Finger drauf.
Bei der Fovea beim Sehen haben wir gesehen, dass da die Rezeptordichte, die Zapfenrezeptoren, die sind da sehr, sehr dicht gedrängt. Ja. Und im Gehirn gibt es eine massive Repräsentation der Fovea. Also die Hälfte des primären visuellen Kortex ist für den zentralen paar Grad des Gesichtsfelds da. Beim Tasten ist es so ähnlich. Die Rezeptordichte in diesen Bereichen, wo die Raumschwelle niedrig ist, in den Fingern, an der Zunge und an den Lippen, die ist sehr, sehr hoch. Und auch die Repräsentation im Gehirn. Die Repräsentation im Gehirn, die hat als erster wieder der kanadische Neuropsychologe, Neurochirurg Wilder Penfield erforscht. Der hat ja, sagen wir, bei der Vorlesung über die Motorik schon gehört. Der hat Patienten untersucht, bei denen Operationen durchgeführt werden, wo Epilepsieherde praktisch zerstört werden mussten im Gehirn, und dazu hat er in anderen Bereichen eben geguckt und versucht, dass da möglichst wenig wichtiges Gehirngewebe zerstört wird, und er hat dann stimuliert, und hier direkt hinter der Zentralfurche im Gehirn, in diesem rot gekennzeichneten Bereich, und hat dann festgestellt, dass die Patienten dann eben berichtet haben von Hautempfindungen, meinetwegen an den Fingern oder an verschiedensten Körperstellen. Und dadurch konnte er so eine Landkarte des somatosensorischen Kortex aufstellen. Und wenn Sie sich erinnern, der motorische Kortex, der ist ja direkt vor der Zentralfurche, und diese Homunculi, also diese kleinen Männchen hier, die man konstruieren kann, wenn man diese Langkarte nimmt und die Gliedmaßen eben entsprechend vergrößert und verkleinert, sodass sie der Größe der entsprechenden Gehirnbereiche entsprechen, die sehen relativ ähnlich aus. Ja. Also hier einfach die Finger nehmen hier einen ganz, ganz großen Bereich ein des somatosensorischen Kortex. Die Signale von den Tastrezeptoren zum somatosensorischen Kortex, die kommen jetzt ganz einfach wieder über den Thalamus und gelangen dann in den primären somatosensorischen Kortex, und dann, wenn sie für die weitere Auswertung, komplexere Auswertung und da Merkmale der Tastreize zu signalisieren und zu kodieren, in die sekundären und tertiären somatosensorischen Kortexes geleitet. Das Wichtige ist, also im somatosensorischen Kortex hat man diese somatotope Repräsentation. Das heißt, benachbarte Hautstellen werden dann auch im Kortex von benachbarten Neuronen verarbeitet. Ganz, ganz ähnlich wie im visuellen Gesichtsfeld, benachbarte Stellen im visuellen Gesichtsfeld von benachbarten Neuronen im visuellen Kortex verarbeitet werden. Oder beim Hörsystem werden benachbarte, ähnliche Frequenzen von benachbarten Neuronen im auditorischen Kortex signalisiert. Diese Somatotopie, die wurde dann nach Penfield sehr, sehr viel erforscht, und diese Bereiche hier vor allen Dingen bei den Fingern, das liegt auch sehr, sehr schön an der Kortexoberfläche. Das heißt, es lässt sich sehr, sehr gut untersuchen, auch mit bildgebenden Verfahren. Und es gab dann sehr, sehr viele Arbeiten, die untersucht haben, ob sich diese Repräsentation auch plastisch an unsere Interaktionen mit der Umwelt anpassen. Und hierzu wurde zum Beispiel ein Experiment durchgeführt, bei dem einer der vier Finger bei einem Versuchstier hier, bei einem Affen, ganz besonders stimuliert wurde und der Affe ihm hier eine Aufgabe durchführen musste, mit diesem Finger wiederholt und wiederholt. Und die Repräsentation dieses Fingers, die erst hier dargestellt ist und relativ klein ist, die weitet sich dann immer mehr aus. Dieses Ähnliches ist auch bei Menschen sehr, sehr gut untersucht, die sehr, sehr fingerfertig sind. Zum Beispiel Klavierspieler. Bei den Klavierspielern, da ist die Repräsentation der Finger deutlich größer als wie bei anderen Probanden. Und bei Geigenspielerinnen und Spielern, da gibt es zwischen der linken Hand und der rechten Hand sehr, sehr große Unterschiede, weil einfach die linke Hand sehr, sehr viel feiner
mehr beansprucht wird. Das heißt also, es ist sehr, sehr, die Repräsentation im somatosensorischen Kortex, die ist sehr, sehr plastisch. Ein Problem, das dabei auftreten kann, ist, wenn man jetzt einen Finger oder sogar einen ganzen Arm verliert. Ja, was passiert dann? Ja, dann werden diese Bereiche von anderen Hautbereichen sozusagen übernommen und es kann dabei zumindest für eine Zeit lang zu sogenannten Phantomempfindungen und oftmals leider sogar Phantomschmerzen kommen. Und die Idee ist einfach, dass der ursprüngliche Bereich hier, der für die Finger zuständig ist, dann von benachbarten Bereichen, meinetwegen vom Gesicht, übernommen wird und dann einfach eine Berührung des Gesichts von den höheren Instanzen dann aber immer noch als eine Armberührung interpretiert wird und es so zu diesen Empfindungen kommen kann. Das ist nicht die einzige Erklärung, aber man geht davon aus, dass es durchaus eine wichtige Rolle spielt. Um jetzt das zusammenzufassen, den Tastsinn, also wir haben in der unbehaarten und in der behaarten Haut vier verschiedene Mechanorezeptoren, die man charakterisieren kann nach der Adaptation, also ob die schnell oder langsam adaptieren und nach der rezeptiven Feldgröße, ob das kleine oder große rezeptive Felder sind. Wir haben gezeigt, dass die Schwellen in unterschiedlichen Körperbereichen unterschiedlich sind, also die Zweipunktschwellen, und entsprechend die Repräsentation des Körpers im Gehirn gegeben ist, also die Finger nehmen im somatosensorischen Kortex eine große Rolle ein. Und generell ist die Repräsentation somatotop, wobei die allerdings dann auch noch plastisch verändert werden kann. Und in diesen verschiedenen somatosensorischen Kortices, also den primären, sekundären und tertiären, da gibt es jeweils wieder diese somatotopischen Karten. So viel also zum eigentlichen Tastsinn. Ich habe schon gesagt, dass ich auf die Schmerzwahrnehmung hier nicht eingehen will und wir haben auch schon die Propriozeption uns angesehen, also in der Vorlesung über die Sensormotorik. Ich will Ihnen als nächstes was über den Temperatursinn erzählen, die Thermorezeption, nämlich wie wir Kälte und Wärme empfinden. Und das Interessante daran ist, dass es gibt unterschiedliche Kälte- und Wärmepunkte. Hier sehen Sie zum Beispiel die Kältepunkte auf der Hand und daneben in dem Ausschnitt der Hand auch entsprechend die Wärmepunkte. Das kann man messen mit sogenannten Thermoden. Das sind so ganz, ganz kleine Stifte, mit denen man die Temperatur und Temperaturänderungen sehr, sehr genau kontrollieren kann. Und wenn so ein Kältepunkt gereizt wird, dann lässt sich durch diese Reizung immer nur eine Kälteempfindung auslösen, während die Wärmepunkte immer nur Wärme signalisieren. Ja. Das heißt, es sind praktisch zwei fast unabhängige Systeme. Wobei die Kaltfasern ein bisschen schnellere Leitungsgeschwindigkeit aufweisen und es auch generell mehr Kältepunkte als wie Wärmepunkte gibt. Die Kalt- oder Warmwahrnehmung hängt aber jetzt nicht nur von der Temperatur, von der Hauttemperatur ab, sondern auch vom Verlauf dieser Temperaturänderungen. Was Sie hier sehen ist, hier wird ein Proband in ein Fußbad gesetzt von 25 Grad. Das wird am Anfang als kalt empfunden. Ja. Er sagt, es ist kalt. Und dann wird das Wasser langsam aufgeheizt. So ein halbes Grad pro Minute, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann, wenn das Wasser wärmer wird, dann sagt der Proband, es ist kühl, jetzt ist es
weiß nicht, lauwarm, warm und dann irgendwann so, wenn das Wasser 34 Grad warm ist, dann sagt der Proband, jetzt ist es warm. Und dann wird es die Temperatur nicht mehr weiter geändert. Und nach einer Zeit sagt dann der Proband aber trotzdem, dass es jetzt nur noch lauwarm ist und dann irgendwann weder warm noch kalt. Und wenn man die Temperatur dann ändert, dann gehen die Urteile, also wenn man es dann abkühlt, dann gehen die Urteile sehr, sehr schnell über in kühl und kalt. Und wenn Sie jetzt das vergleichen bei einer konstanten Temperatur, ja, dann wird hier, also wenn es zuerst, wenn das Wasser aufgewärmt wird, dann wird es als lauwarm bezeichnet, aber hier in der Abkühlphase wird es als kalt bezeichnet, obwohl die Temperatur identisch ist. Das heißt also, die Wahrnehmung hier hängt praktisch von den vorhergegangenen Reizen ab und wie das System daran adaptiert. Also man spricht ja auch von Hysterese. Genauso ist es, wenn Sie sich in die Badewanne setzen und das Wasser zuerst sehr, sehr, Ihnen sehr, sehr heiß vorkommt, dann nimmt diese Wärmeempfindung sehr, sehr schnell ab und das Wasser erscheint dann nur als angenehm warm, obwohl die Abkühlung des Wassers eigentlich deutlich langsamer vonstatten geht. Also auch wenn die Temperatur gleich bleiben würde, würde es Ihnen trotzdem nicht mehr so heiß vorkommen. Das heißt, die Temperaturempfindung entsteht also zum einen durch die Temperatur selbst, durch die gewohnte Temperatur, das ist die statische Temperaturempfindung. Und dann aber auch hängt es vom Betrag und der Richtung der Temperaturänderung ab. Also das ist die dynamische Temperaturempfindung. Und dann spielt natürlich die Adaptation noch eine Rolle. Also man hat hier diese drei Determinanten der Temperaturwahrnehmung. Und die statische und die dynamische Komponente, die sind hier mal aufgeführt. Die Abbildung ist ein bisschen kompliziert. Auf der X-Achse sehen Sie hier erstmal die statische Temperatur, die Ausgangstemperatur. Und wenn die Ausgangstemperatur hier in diesem Bereich liegt, so zwischen 31 und 36 Grad an der Haut, dann wird es als neutral wahrgenommen. Also müssen Sie immer veranschaulichen, 31 und 36 Grad an der Haut. Also es ist nicht die Raumtemperatur, wäre dann schon sehr, sehr heiß, sondern es ist die Temperatur an der Haut, die meistens so ein bisschen geringer ist als die Körpertemperatur. Wenn die Hauttemperatur unter 31 Grad liegt, dann wird es als kalt empfunden und so über 36 Grad in der Regel als warm. Und was hier auf der Y-Achse jetzt aufgetragen ist, ist das dynamische Temperaturempfinden. Das heißt, hier ist eine Temperaturänderung aufgeführt. Ja, 0,2 Grad, 0,4 Grad, 0,6 und so weiter. Wärmer oder kälter. Und bei diesen Temperaturänderungen, da gibt es also einen Bereich, wo das erstmal als unverändert wahrgenommen wird. Ja. Das heißt, hier bleibt es kalt, auch wenn man es deutlich wärmer macht. Man hat trotzdem noch eine Kaltempfindung. Hier in dem Bereich bleibt es neutral und hier in dem dauerwarmen Bereich, auch wenn man hier abkühlt, wird trotzdem noch als warm empfunden. Das heißt, dieser Bereich hier innerhalb der roten und der grauen Linie, das ist sozusagen die Zone der Indifferenztemperatur. Und hier wird man dann praktisch wieder zu der Neutraltemperatur zurück adaptieren. Aber was man sehr schön sehen kann, ist, dass diese Zone jetzt nicht horizontal verläuft, ja, sondern die ist ja so schräg. Und was heißt es? Das heißt einfach, dass wenn einem kalt ist, und die Hauttemperatur wird dann noch mal ein bisschen kälter, dann wird es einem ganz, ganz schnell noch kälter. Aber man muss deutlich mehr die Hauttemperatur erhöhen, bis einem dann endlich wieder warm wird. Und bei der Wärmeempfindung ist es genau umgekehrt. Das heißt, wenn einem schon warm ist, dann wird man so kleine Änderungen schon merken, wenn es noch wärmer wird, während die Abkühlung deutlich größer sein muss, bis es dann endlich wieder neutral oder kälter wird. Hat natürlich alles einen Sinn, weil
der Körper natürlich die konstante Temperatur beibehalten muss. Ja? Und wenn es schon kalt ist, dann kann es sehr gefährlich sein, wenn es dann eben noch, wenn der Körper noch weiter abkühlt oder wenn der Körper schon zu heiß ist und zu erhitzt ist, dann ist es gefährlich, wenn es dann noch heißer wird. Das heißt, da muss dann schneller was gemacht werden. Und es ist wichtig, zum Beispiel bei dem, wenn einem eben schon kalt ist, man sieht ja, also es gibt so ganz leichte Temperaturabsenkungen. Wenn die Temperatur so ganz, ganz langsam kälter wird, dann merkt man das nicht. Und das kann natürlich, das ist natürlich gefährlich, weil das kann dann eben zu Erkältungen zum Beispiel führen. Wenn man nach dem Sport draußen rumsteht länger und redet und man merkt nicht, dass es immer kühler wird, ja, dann erkältet man sich leicht. Die Temperaturempfindung, die hängt jetzt aber auch von der Körperregion ab. Das heißt, wo am Körper die Haut eine bestimmte Temperatur erreicht. Und die Schwellen für Wärme, also die sind hier oben aufgeführt, und für Kälte, die sind an den verschiedenen Stellen des Körpers unterschiedlich und die sind auch unterschiedlich für verschiedene Altersgruppen. Also was Sie hier sehen, ist zum ersten Mal, dass die Wärmeschwellen, die Veränderungen, wenn es wärmer wird, größer sind als wie die Kälteschwellen. Das heißt, man ist da weniger empfindlich. Es ist nicht so schlimm, wenn es ein bisschen zu warm wird, aber man merkt es sofort, wenn es ein bisschen kälter wird. Und die Empfindung ist hier an den Extremitäten, hier an den Füßen, da sind die Schwellen sehr, sehr hoch. Das heißt, da merkt man es ganz lang nicht, wenn die Füße schon sehr, sehr schon langsam kalt werden, während im Rumpf und im Gesicht diese Schwellen sehr niedrig sind. Und es ist natürlich wichtig, dass im Rumpf, wo die ganzen inneren Organe sind, und im Gesicht, wo das Gehirn dann ganz nah ist, dass da die Körpertemperatur gut reguliert wird, und deshalb ist man auch da empfindlicher für solche Temperaturänderungen. Die Empfindlichkeit für solche dynamischen Temperaturänderungen ist hier auch sehr schön aufgetragen. Hier sieht man erstmal hier in der Abbildung die statische Temperaturantwort von einem Kälterezeptor und von einem Wärmerezeptor. Und man sieht hier, dass wenn die Temperatur, die mittlere Temperatur so langsam absinkt, der Kälterezeptor immer mehr feuert, ja, bis hier irgendwann, also das ist schon ziemlich kalt. Und beim Wärmerezeptor ist es genau umgekehrt. Da geht die Antwort ganz schnell hoch, desto wärmer die Hauttemperatur ist. Und hier unten sehen Sie die dynamischen Änderungen aufgeführt. Also hier hat man erstmal einen Ausgangspunkt, 34 Grad Hauttemperatur, und dann wird die Temperatur kurz abgesenkt an der Haut. Und sie wird hier, also hier in der untersten Zeile wird die Temperatur gar nicht abgesenkt. Jeder vertikale Strich ist hier ein Aktionspotenzial dieses Kälterezeptors in dem Fall. Der feuert da einfach so weiter, nicht viel. Aber wenn die Temperatur um 2 Grad oder um 4 Grad oder am meisten hier um 10 Grad abgesenkt wird, dann feuert dieser Kälterezeptor ganz, ganz massiv. Also das sehen wir hier in diesem Bereich. Ist hier aufgeführt, also der adaptiert dann auch wieder, also er feuert dann am Anfang von dem Temperatursprung sehr viel und die Feuerrate nimmt dann langsam ab, und wenn der Reiz zu Ende ist, dann geht es auch wieder runter. Während der Warmsensor nach der Temperaturabsenkung erstmal inhibiert ist, und dann aber, wenn die Temperatur wieder erhöht wird, dann gibt es so einen kurzen Impuls hier und dann adaptiert er wieder an den normalen Zustand. Das heißt, um den Temperatursinn zusammenzufassen, es gibt eine sehr gute Korrespondenz zwischen der Physiologie, also diesen verschiedenen Kalt- und Warmpunkten und Rezeptoren, und der Psychophysik. Es gibt einen Kältesinn und einen Wärmesinn und eine statische und dynamische Temperaturempfindung. Und auch der Verlauf der Temperaturänderungen ist sehr, sehr wichtig für unsere Temperaturempfindung. Im letzten Teil der Vorlesung wollen wir uns jetzt schließlich mit der Haptik befassen. Ich habe schon gesagt, die Propriozeption, die brauchen wir hier nicht nochmal wiederholen, die ist in der Vorlesung über
Sensormotorik ausführlich behandelt. Die Haptik, die fasst mehr oder weniger diese ganzen Bereiche der Hautsinne und Propriozeption und auch der Eigenbewegung zu einem aktiven Wahrnehmungsprozess zusammen. Die Frage ist, wie spielt das alles zusammen und wie gut funktioniert jetzt die Wahrnehmung, die haptische Wahrnehmung überhaupt? Und dazu haben Roberta Klatzke und Susan Lederman, zwei amerikanische Forscher, relativ viele Experimente durchgeführt, die also wirklich ganz, ganz toll sind. Und in einem dieser Experimente, da wurden einfach Probanden Alltagsobjekte vorgegeben. Die Liebige, die konnten sie dann erfüllen, die haben die nicht gesehen und die mussten dann die Objekte sozusagen erkennen. Und man würde jetzt, also wenn man das jetzt nicht gemacht hat, dann ist es sehr schwer einzuschätzen, wie gut sowas funktioniert. Und es funktioniert besser, als die meisten Leute das erwarten würden. Also die meisten Alltagsobjekte erkennt man so in 1 bis 2 Sekunden. Und da kann man natürlich die Form erkennen, die man mit den Fingern ertastet, aber auch das Material und die Textur. Wenn Sie zum Beispiel irgendwie eine große Tasche oder einen Rucksack haben und da irgendwas suchen, und dann ist es sehr, sehr schwierig, da reinzugucken, weil es erstens sehr, sehr, meistens sehr, sehr dunkel ist und alles verdeckt ist. Aber mit den Fingern kann man sich da sozusagen durchtasten und eben diese Textur, Material und Form zusammenspielen und dann einfach das richtige Objekt raussuchen. Das heißt also, die haptische Wahrnehmung, bei der spielen eben die Bewegungen, die Informationsaufnahme über die Handrezeptoren, die Auswertung ins Gehirn, die spielen hier alle zusammen und es werden einfach diese verschiedenen Informationsquellen miteinander kombiniert. Und wie das so gut funktioniert, wurde auch von Klatzki und Ledermann erforscht, die den Begriff der exploratorischen Prozeduren geprägt haben. Die haben auch gesagt, die intelligente Hand. Wenn wir jetzt verschiedene Eigenschaften von einem Objekt erfüllen sollen, dann ist es nicht so, dass wir dann einfach das Objekt nehmen, irgendeine Oberfläche und das irgendwie auf die Hand tatschen und dann wieder wegnehmen, ja? Sondern das Objekt liegt irgendwo und wir nehmen unsere Hand und befühlen das Objekt dann. Und die Bewegungen, die wir dabei ausführen bei dem Befühlen, die hängen jetzt ganz davon ab, welche Objekteigenschaft wir erfahren wollen. Wenn wir zum Beispiel irgendwas über die Textur erfahren wollen, dann würden wir über das Objekt streichen, ja, und sozusagen dann diese Textur zeitlich und räumlich zu erfüllen. Wenn wir wissen wollen, wie warm eine Oberfläche ist, dann würden wir mit der ganzen Handfläche drauf fassen, ja, um eben möglichst viele Kalt- und Warmrezeptoren da aufzubringen. Wenn wir wissen wollen, wie hart ein Objekt ist, dann würden wir einfach den Finger nehmen und das Objekt versuchen einzudellen. Ja? Und dann sieht man, wie viel Widerstand da vorhanden ist. Das heißt, es gibt für jede Eigenschaft, die man so einem Material extrahieren will, gibt es eine unterschiedliche explorative Prozedur, die wir benutzen. Und die Frage ist jetzt natürlich, okay, warum benutzen wir die? Ist es einfach so, weil alle das so machen? Nee, es ist so, dass diese Prozeduren praktisch optimal die optimale Information aus den Tastrezeptoren uns zur Verfügung stellen. Das ist, finde ich, sehr, sehr spannend und interessant und da wird auch ganz, ganz viel dran gearbeitet. Unter anderem der Herr Drewing in unserer Abteilung, der untersucht sowas im Detail und auch mit mathematischen Modellen. Ein Beispiel für so haptische Wahrnehmung
inwieweit also taktile und propriozeptive Signale beitragen, ist hier aufgeführt. Hier haben Forscher den Probanden eine Aufgabe gestellt, bei denen sie hier diese verschiedenen Winkel erfuhren und dann angeben mussten, wie groß diese Winkel sind. Ja? Und das heißt im Prinzip, also man würde sich das so vorstellen, man fährt optimalerweise mit dem Finger da diese gerade entlang und dann kommt der Winkel und dann geht der Finger wieder hoch und dann kann ich das befühlen und dann gebe ich an, ob ich hier, dann gebe ich die Größe des Winkels an und dann kann man ja gucken, wie groß die Unterschiedsschwelle ist zwischen zwei verschiedenen Winkeln, die man eben gerade noch sehen, oder nicht sehen, die man gerade noch fühlen kann. Aber man kann jetzt die taktilen Signale und die propriozeptiven Signale trennen. Und zwar, indem man eben nicht die Person jetzt noch über den Winkel fühlen lässt, sondern indem der Finger stationär ist und einfach der Winkel über den Finger gefahren wird. Das ist die passive Bedingung. Hier sehen Sie die Unterschiedsschwellen für die aktive Bedingung und für die passive Bedingung und die sind für die passive Bedingung deutlich höher. Die sind fast doppelt so groß. Hier sind es 4 Grad und hier sind es ungefähr 8 Grad. Man kann jetzt aber auch noch die propriozeptiven Signale von den Tastsinnsignalen trennen, indem man die Haut anästhesiert. Das ist jetzt nicht so schlimm, wie es sich anhört. Das ist vorübergehend, das ist relativ unproblematisch. Und wenn man die Hautsinne ausschaltet, dann werden die Schwellen auch nochmal so hoch. Das heißt, am besten erfolgen solche Explorationen und Formerkennungen, wenn einfach die taktilen und die propriozeptiven Signale integriert werden. Eine wichtige Rolle bei der Exploration und bei der somatosensorischen Wahrnehmung, beim Tastsinn spielt auch die sogenannte Efferenzkopie. Das heißt, wenn ich eine Bewegung ausführe, also wenn ich eine Oberfläche streiche, dann hat diese Bewegung natürlich auch sensorische Konsequenzen. Ja? Wenn ich über den Finger streiche, dann nehme ich wahr, dass irgendwas über den Finger streicht. Aber es wird von mir selber verursacht. Ich weiß, dass ich das bin. Und was unser Tastsinn deshalb macht, ist, dass solche Signale, die selbst verursacht sind, zentral sozusagen weggekürzt werden oder zumindest vermindert werden, relativ zu Signalen, die von anderen oder von der Umgebung verursacht sind. Und diese Efferenzkopie, die kann man sich zum Beispiel veranschaulichen, wenn Sie jetzt, Sie müssen sich dazu jemanden suchen, wenn Sie beide dann die Hände übereinander legen, ganz fest übereinander legen, zusammenpressen und dann mit dem Daumen über die untere Hand fühlen, die nicht Ihre ist, dann fühlt sich das sehr, sehr seltsam an. Es gibt aber noch ein weiteres Beispiel für die wichtige Rolle der Efferenzkopie und die bezieht sich auf das Kitzeln. Und es gibt ein ganz großes Problem, man kann sich nicht selber kitzeln. Das wurde wissenschaftlich erforscht, tatsächlich. Und zwar von Frau Blakemore und Kollegen. Und die haben zuerst mal geguckt, ob man sich denn selber nicht kitzeln kann. Das heißt, hier wurden die Probanden gekitzelt an der Fußsohle und dann wurden sie gefragt, okay, wie stark kitzelt es? Und wenn es jemand Fremden macht, dann kitzelt es 3,5. Wenn man sich aber selber an die Fußsohle fasst und kitzelt, dann war das deutlich weniger. Ja? Dann hat es nur eine Stufe 2 gekitzelt. Das können Sie selber ganz, ganz leicht ausprobieren. Und die Frage ist jetzt natürlich, warum ist da die Kitzelempfindung geringer? Und wenn man das untersucht, also zum Beispiel im EEG, wo dann die Stärke der sensorischen Signale im somatosensorischen Kortex gemessen werden kann,
dann lässt sich das eben zeigen, dass die dann tatsächlich niedriger sind. Und die sind wahrscheinlich deshalb niedriger, weil einfach, wenn das Signal an unseren Arm geschickt wird, dass wir uns hier jetzt am Fuß kitzeln, dann wird gleichzeitig eine Efferenzkopie, die Efferenzkopie kennen Sie aus der Bewegungswahrnehmung, da wird die Bewegung der Augen rausgerechnet, die Efferenzkopie hier weitergeleitet, und wenn dann die afferenten Signale kommen, dann kürzen sich die Efferenzkopie und die Afferenz praktisch weg und es gibt keine oder nur eine sehr unterdrückte Empfindung. Okay, gibt es jetzt eine Möglichkeit, sich vielleicht doch selber zu kitzeln? Und Frau Blechmer und ihre Kollegen haben sehr intensiv das untersucht und haben festgestellt, dass zum Beispiel, wenn die Eigenbewegung mit so einer mechanischen Konstruktion erfolgt, sodass die Bewegung umgekehrt zur Handbewegung ist, also die Eigenbewegung und die Bewegung, die das Kitzeln auslöst, entkoppelt sind, dann führt es wieder zu einer größeren Kitzelbewegung, Kitzelempfindung, oder auch, wenn der Effekt verzögert wird, ja, also wenn der Effekt 200 Millisekunden verzögert ist, also dann ist die Efferenzkopie sozusagen schon wieder verpufft und die Afferenz wird hier voll durchgeleitet und es kitzelt. Okay, so viel zur haptischen Wahrnehmung. Also diese aktive Wahrnehmung ist sehr, sehr wichtig und wir explorieren die Welt praktisch, um Information optimal aufzunehmen, und die Information wird dann integriert aus dem Tastsinn, aus der Propriozeption und aus der Efferenzkopie. Und damit sind wir am Ende der heutigen Vorlesung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Tag. Bis zum nächsten Mal.